Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kollege Körner, so ganz hat das mit der prophetischen Gabe nicht geklappt. Ich habe mir nämlich noch mal angeschaut, wie eigentlich die Debatte war, als wir hier im Juli das erste Mal über den Gesetzentwurf debattiert haben. Und ich muss sagen, ich bin doch ein Stück weit überrascht und durchaus positiv überrascht, wie kleinlaut jetzt am Ende der Beratung CDU und FDP bei diesem Thema sind. Sie haben das Thema Ausländerstudiengebühren in Ihren Koalitionsvertrag geschrieben und jetzt will es keiner mehr gewesen sein. Und ich nehme genauso positiv zur Kenntnis, wie weit sich die Landesregierung mittlerweile von dieser bürokratischen Schnapsidee abgesetzt hat. Sie wollen jetzt lieber, das hat sich in den Wortbeiträgen hier und im Ausschuss ja deutlich gezeigt, Sie wollen gar nicht mehr über die Studiengebühren reden. Dabei war in der angesprochenen Debatte im Juli noch alles klar. Sie wussten als Redner aus den regierungstragenden Fraktionen, wer soll zahlen, wie viel soll er zahlen, was soll es an Ausnahmen geben bei dieser Ausländermaut. Der Kollege Körner wusste alle Details ganz genau. Und wir haben jetzt in den letzten Monaten nachgebohrt, nachgefragt, nicht nur in der Sachverständigenanhörung. Und heute ist die Lage anders. Es gibt keine Zahlen, es gibt keinen genauen Plan. Und bei der Ministerin zumindest gibt es auch keine Lust mehr, diesen faulen Kompromiss der Koalition durchzusetzen. Sie wollen abwarten, Sie wollen mal schauen. Sie wollten im Ausschuss nicht mal mehr einen Zeitplan nennen, wann die Ausländerstudiengebühren denn nun kommen sollen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Entwicklung. Und ich hoffe sehr und ich wünsche mir sehr, dass diese Entwicklung des immer weiter Vertagens, des sich immer weiter von Ihrem Koalitionsvertrag an dieser Stelle absetzen, die dürfen Sie gerne bis 2022 so fortsetzen. Denn was sich ja im Juli schon abzeichnete, das ist ja jetzt in der letzten Zeit noch mal deutlicher geworden. Es gibt und Sie haben keine gesellschaftliche Mehrheit für diese Ausländermaut auf dem Campus. Die Studierendenvertreter sind dagegen, die Senate wichtiger und renommierter Universitäten sind dagegen, die Landesrektorenkonferenzen sind dagegen. Wann ziehen Sie, meine Damen und Herren, daraus endlich die Konsequenzen daraus? Wann beerdigen Sie endlich die Studiengebühren? Wann gehen Sie hin und überzeugen Ihren Finanzminister, dass von seinen Überschüssen auch mal was im Wissenschaftsetat ankommen muss? Oder ist Ihnen Wissenschaftspolitik etwa nicht wichtig genug? Meine Damen und Herren, das Vorhaben der Studiengebühren zeigt auch, Studierende haben bei dieser Landesregierung keine Lobby. 241 Tage musste das Landesastentreffen auf einen Gesprächstermin bei der Ministerin warten. Ist das die Offenheit, Frau Ministerin? Ist das die partnerschaftliche Zusammenarbeit, mit der Sie Ihr Amt gestalten wollten? Oder gilt diese partnerschaftliche Zusammenarbeit exklusiv für Hochschulleitungen, aber nicht für Studierende? Und dass Studierende als größte Statusgruppe an den Hochschulen zwar die größte Statusgruppe sein mögen, aber für Schwarz-Gelb nicht zählen, das zeigen auch die Eckpunkte für ein neues Hochschulgesetz. Dieses Hochschulgesetz soll die ideologiegetriebene Retropolitik zurück an die Hochschulen bringen. Dieses Gesetz bringt Studierenden nur Misstrauen, wenn sie das umsetzen, was sie angekündigt haben. Wir Grüne vertrauen darauf, dass Studierende selbst entscheiden können, dass sie Freiheit haben sollen, wie sie zu ihrem akademischen Ziel kommen. Dagegen setzen Sie auf Anwesenheitszwang, wir setzen auf Freiheit. Und Sie setzen auf Misstrauen, meine Damen und Herren. Sie bauen studentische Mitbestimmung ab. Sie wollen die Demokratie an den Hochschulen reduzieren. Ihr Gesetz schafft mehr Rechte für Rektorate, bevorzugt Hochschulleitungen und ermöglicht fragwürdige Militärforschung aus öffentlichen Mitteln. Das wird kein Hochschulfreiheitsgesetz, was Sie da vorhaben. Das wird ein Studierendengängelungsgesetz. Und Sie wollen ja sogar verbindlich, Sie wollen ja sogar ermöglichen, verbindlich den Studienverlauf zu regeln. Und da sage ich Ihnen ganz deutlich, da kommt uns noch mal einer mit von Ihnen mit dem Thema Bürokratieabbau. Die großen Bürokraten dieses Landes sitzen in der Wissenschaftspolitik bei CDU, bei FDP und auf der Regierungsbank, meine Damen und Herren. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es war ja irgendwie klar, Sie wollten sich da ja auch immer mit rausreden. Und es fiel jetzt auch wieder das Stichwort Baden-Württemberg. Möglicherweise ist Ihnen aufgefallen, dass wir uns hier in Nordrhein-Westfalen befinden. Und darum sage ich noch mal für alle vernehmlich, wir hatten als nordrhein-westfälische Grüne immer eine klare Haltung. Wir haben, und das im Übrigen in fiskalisch viel schwierigeren Zeiten, als wir sie jetzt haben, die Studiengebühren abgeschafft, weil wir überzeugt davon sind,
dass das richtig ist, weil wir überzeugt davon sind, dass es keine Studiengebühren geben darf, nicht vor dem Studium, nicht während des Studiums und nicht nach dem Studium. Und Fun Fact, liebe Kollegen von der CDU, das war auch mal Ihre Haltung. Das war auch mal Ihre Haltung. Sie sind umgekippt. Sie haben sich von der FDP in die Wählertäuschung treiben lassen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, Ihre Studiengebührenpläne sind unausgegoren, sie sind unsozial, sie sind diskriminierend und sie schaden den Internationalisierungsbemühungen des Hochschulstandorts NRW. Kurz, sie sind schlecht für Nordrhein-Westfalen. Lassen Sie die Finger davon. Ganz nach der Devise eines ehemaligen FDP-Fraktionsvorsitzenden, der jetzt nicht mehr hier unter uns ist im Landtag. Meine Aufforderung an Sie, lindern Sie jetzt lieber keine Studiengebühren als falsche Studiengebühren. Herr Kollege Bolte, der Kollege Körner möchte Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich frage Sie, ob Sie die zulassen. Ja, natürlich. Auch wenn es eine Zwischenfrage auf dem Rückweg war. Ich hatte schon länger gedrückt, Herr Kollege. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie überhaupt nicht zum Gesetzentwurf der SPD in der Sache geredet haben und dass das eigentlich doch belegt, dass der Gesetzentwurf in seiner Ausgestaltung handwerklich ziemlich dürftig ist? Also ich muss sagen, vielen Dank, lieber Kollege Körner, erstmal für diese wunderbare Frage. Erstens würde ich sagen, ein Gesetzentwurf, der mit einer sehr, sehr klaren Regelung kommt, hat mich jetzt intellektuell nicht überfordert, wenn das Ihre Sorge war. Und zweitens, wenn es darum geht, Studiengebühren auszuschließen und Sie kommen damit, dass Sie Studiengebühren einführen wollen und ich rede darüber, warum es falsch ist, Studiengebühren einzuführen, dann habe ich sehr, sehr wohl an dem Gesetzentwurf mich abgearbeitet. Und ich fand eben die Performance, die Sie hier abgeliefert haben, lieber Kollege Körner, dass Sie hingehen und sagen, was wäre denn, wenn das eine Klausur wäre, was wäre das denn, wenn das eine Hausarbeit wäre. Also diesen Stil des Kopfnotenverteilens, den finde ich nicht gut, den finde ich dieser Debatte nicht angemessen. Reden Sie inhaltlich darüber. Sie haben klar gesagt, dass Sie von der FDP Studiengebühren wollen. Die CDU hat immer gesagt oder immer behauptet jedenfalls, dass sie keine Studiengebühren will. Jetzt gibt es Studiengebühren und daran arbeiten wir uns ab. Da werden Sie auch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, wann immer Sie damit wieder um die Ecke kommen, einen klaren politischen Widerstand aus unserer Fraktion kriegen.